Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Kaizo Crystal. Wir haben es geschafft. Wir sind endlich draußen. Und wir müssen jetzt nur noch diesen alten Mann hier wegklatschen. Och, ich sag euch, das war was. Seht ihr wieder mal, wer alles ins Gras gebissen hat? Sehr viele wieder mal. Och, war das eine Tortur. Müssen wir nur noch den weghauen und dann haben wir es geschafft. Und dann haben wir es. Oh, dann haben wir es endlich hinter uns. Dann gehen wir erst in die zweite Stadt. Und dann mache ich da mal noch, soweit ich noch kann. Jetzt habe ich halt 3 Part am Stück gleich aufgenommen. Oh, perfekt, ein Menki gleich. Walte deines Amtes, Wingattack. Ja klar, da fährt wieder als erstes natürlich. Naja. Jump, 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 jump. Take that. Ist doch lächerlich, wie wenig dem wieder. Fuchtler. Ja, und natürlich ist es ein Critical Hit. Wie könnte es auch anders sein? Ich hasse mein Leben, ganz ehrlich. Kitsching, so sagt mich. Warum ist der Typ so stark? Das kann doch nicht wahr sein. Unbelievable. Take that. So. Diglett. Aha, geht daneben. Dum, 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 dum. Babum. Jetzt bitte in One-Shot, bitte, bitte. Ja, ich hab's geschafft. Schnell ins Pokémon Center. Alles rundherum vergessen. Ins Pokémon Center. Wir haben's geschafft. Endlich. Heilen. Hier rein. So. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich kurz mal schnell schauen. Möchte kurz mal schnell sehen, auf welchem Level hier, was man hier so fangen kann im hohen Gras. Dann werde ich mich gleich mit dem Team Rocket anlegen, keine Angst. In die Höhle gehe ich aber nicht nochmal rein. Nie mehr. Rettern möchte ich nicht. Rettern stinkt nach Zwiebeldipp. So, was haben wir denn da sonst noch am Start? Komm. Ich spule mal schnell. Ein Vulcano, habe ich auch keine Lust drauf. Was ist sonst noch hier? Ich geh nur mal schnell kurz hier durch, keine Angst. Ich werde jetzt nicht zu lange in Anspruch nehmen. Ein Sandern. Nee. Okay, sind nur Kack-Pokémon, die interessieren mich nicht. Reden wir mal mit Kurt, ohne Held und ohne Gurt. Hier kommt Kurt. Wo ist denn der eigentlich da? Die besetzen ja auch die Arena. Genau hier oben ist ja Kurt. Hey Kurt, was läuft? Hm? Who are you? Silu, eh? You want me to make some balls? Nein, sorry, but that battle has to wait. That will wait. Do you know Team Rocket? Don't worry. I will tell you how Team Rocket's an evil gang that uses Pokemon for their dirty work. They're supposed to have disbanded 3 years ago. Anyway, they're at the well cutting off Slowpoke tails. For sale. So, I'm going to go give them a lesson in pain. Lesson, genau, lesson. Hang on, Slowpoke, old Kurt is on his way. Kurt. Kurt ist echt ein Limit am Operieren. Ich weiß gar nicht, ob wir uns mit dem Rivalen schon anlegen sollen. Ich weiß gar nicht mehr, was der noch für so viel Pokémon hatte. Wollen wir es mal aus Spaß probieren? Oder wollen wir uns zuerst mit Team Rocket anlegen? Wir können uns ja mal mit dem Rivalen anlegen. Bin mal gespannt, ob ich den mit meinem Level überhaupt schon schlagen kann. Ah, der kommt gar nicht. Der kommt jetzt nach der Arena. Weil... Können wir hier noch ein bisschen gucken, was wir hier noch so fangen können. Ein Owei, Owei! Klar, fackeln wir diesen Eierkopf erstmal weg. Badadam. Impressive, my friend, impressive. Und natürlich bin ich wieder verwirrt. Aha. Ha. Ah, siehst du? Was hast du davon? Blöder Eierkopf.
Badam. Aber hier kann man gut trainieren, sehe ich. Für Koffings ideal. Und für Fly auch. Ja, gibt da nicht viel Erfahrung. Ich will mal schnell noch gucken, ob wir uns hier noch einen Panzer holen können. Nein, nicht einen Eierkopf. Ich möchte gerne einen Panzer haben. Der ist auch nicht. Ein Panzer, please. Aha, da ist er ja schon. Pineco. Habe ich überhaupt Pokebälle gekauft? Ich glaube, ich hätte, ja. Habe, oder? Ja, hätte ich. Probieren es nochmal, Tanze. Ein bisschen davon abhalten, immer Explosionen einzusetzen. Ich will dich nicht. Ich sagte, ich will dich nicht. Ich will dich auch nicht. Ich möchte gerne einen Tanzer haben. Dich möchte ich auch nicht. Ich möchte einen Tanzer. Tanzer, Tanzer. Dich möchte ich auch nicht. So. Komm her, Tanzer, komm nochmal! Ja, da ist er schon. Wollen wir versuchen, ihn ohne was zu machen? Wollen wir versuchen, mit einem Great Ball einzufangen? Great Ball! Fupp! Tanzapfen, ich brauch dich! Brauch dich in meinem Team. Nein! Hidden Power, setzt da ein, das spulen wir schnell. Soll ich nochmal, ich probier's mal nochmal mit Flügelschlag. Wing Attack. Chim, 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 padam! Müsste ihn eigentlich nicht umbringen. Hidden Power setzt da nur ein. Das ist gut. Ich spule mal schnell. Suchen wir es nochmal. Och! Ich hasse dich. Okay. Ich weiß, wisst ihr was? Ich hole mir den Offscreen. Versuche den Offscreen zu fangen. Das dauert mir sonst zu lange. Aber wir können uns einen Tanzer jedenfalls holen. Ich krieg den irgendwie gefangen. Keine Angst. Irgendwie wird das schon gehen. Bei Power-Ups Fire-Typ-Moves. Oh! Ah, hier könnte ich auch Pokéball. Brauche ich jeden paar. Power-Up Fire-Type. Muss ich auch ein bisschen Geld sparen. Und dann werden wir uns den dann holen. Aber holen wir uns erstmal hier. Gehen wir uns hier jetzt mal uns ein paar Leuten anlegen. Kurt, du bist runtergefallen, oder? Darren, it was standing guard on top when some of this old dude yelled at me. He shouted me so much that I fell down here. I think I went my anger by taking it on, out on you. Das wollen wir erstmal sehen, wer hier wem Angst macht. Naja, Tanzer wird mein neues Teammitglied. Kann passieren, was will. Oh, Hundemon. Oh, ich habe das falsche Pokémon vorne. Wie viel Schaden mache ich ihm? Mache wohl kaum Schaden, oder? Ja. Ne, das hat keinen Sinn so. Muss der Sinox erledigen. Ach ja, und er macht so viel Schaden. Klar. Ach komm, ich schaff's nicht mal, den ersten Trainer hier down zu machen. Das ist ja lächerlich. Keine Chance gegen den so. Ich glaube, ich muss offscreen trainieren. Das wird so nix. Nachtschatten. Er macht zu viel Schaden. Der umgeht meine ganze Verteidigung mit seinem blöden Bite. Da-da-da-dam-dam. Das war doch, vielleicht kriege ich ihn ja trotzdem noch. Ja, natürlich flinch ich. Natürlich wieder genau dann, wenn er mich down machen kann. Ach komm, fahr zur Hölle, ganz ehrlich. Dann kriege ich schon wieder Gewaltattacken innerlich. Fahr zur Hölle und warte dort auf mich. Zacka, Patsch. Ist ja lächerlich, wie viel Schaden das Ding macht. Was ist ein Drovart? Keine Ahnung, wir werden sehen. Oh, perfekt. Spark. A critical hit. Seismic Toss. Aua. Ja,
Ja, super. Nochmal Spark. Ja, ich habe keine Chance gegen den. Da haut schon mein halbes Team ohne sich überhaupt groß anzustrengen weg. Okay, ich werde wohl hier verfrüht den Part dann einfach mal abbrechen müssen, weil ich habe keine Chance gegen die. Quatsch. Ja. Das können wir eigentlich spulen. Dann mach mich jeder und so. Sehr schön. Also. Team Rocket brauche ich mich gar nicht erst blicken zu lassen unter 25. Ne, ich glaube, ich mache gleich mal alle auf 30. Aber wir können ja nochmal probieren, Tamza zu fangen. Das könnte ich eigentlich noch versuchen in dem Part. Und dann kann ich dann gleich das Training anfangen bis zum nächsten Mal. Und dann, wenn wir auf Level 30 sind, dann rächen wir uns für das, was sie uns angetan haben. Das kann ich ja spulen. Ha! Level 22, sehr schön. Da brauche ich noch dieses Kohl-Dings, damit Feuerattacken stärker sind. Aber da, da der mir eh mehr Dings gibt, mehr EP. Mehr EP, genau. Weil der eine mir, weil die mir jetzt ja eh noch Geld geben dort unten, weil ich ja Team Rocket noch weghaue. Ich will kein Quapsel, ich will ein Tamza haben. Ich möchte ich auch nicht. Auch wenn du viel EP gibst. Tamza, Tamza! Jetzt kommt er sicher nicht mehr extra, um mir einen reinzuwirken. Ich habe nur diese Eierköpfe, die ich nicht will. Ey, du willst es darauf anlegen, oder? Ey, es ist natürlich so, jetzt wo man sich bewusst nach einem Tamza umsieht, kommt natürlich nichts. Ist klar, Murat. Ey, jetzt wollt ihr mich aber wirklich... Warum darf ich jetzt nicht... Warum... Ey, willst du mich verarschen? Warum darf ich nicht mehr fliehen? Oh. Nein, nein, nein. Ich bin der ruhigste, netzte Mensch auf Erden. Warum kann ich nicht abhauen in dem? Komm her, Tamza, Tamza! Ich brauche dich! Ja, jetzt kommt wirklich. Jetzt, wo ich ihn enden besuchen möchte, kommt er nicht mehr. Komm jetzt endlich zu mir! Ah, da ist er doch. Sehr schön. Ich probiere es trotzdem mal mit Wing Attack zuerst. Hoffe nicht, dass er wieder was einsetzt, um sich in die Luft zu springen. Hidden Power, perfekt, das spule ich schnell. Pack. Pokéball. Oh, ich habe ihn gefangen! Sehr schön. Okay. Wem geben wir seinen Namen? Hm, Tanza, Tanza, Tanza. Ein Tanzapfen. Hm. Habe ich noch irgendwelche Freunde? Nee, ich habe ja gar keine Freunde. Hm. Er wird dann ein runder Ball aus Stahl. Hm. Tamza, Tamza, Tamza. Was geben wir für einen Namen? Eine gute Frage. Habe ich... Kenne ich irgendjemand noch, der... Nee. Ach komm, er ist ich glaube, der ist einfach der Chef. Fertig. Ist einfach... Ist kein... Keine Dingsname, kein richtig toller Name, aber ich finde, man kann damit leben. So, Chief. So, gehen wir erstmal raus. Möchte ich erst noch gucken, was der einem eigentlich da noch für, was der eigentlich noch für Dinger hat. Kann ich ja noch kurz abspeichern. Ah, schaut, gleich zum Ende des Parts. Wer hätte es gedacht? So, dann können wir hier noch schnell saven. Dann gucken wir mal schnell, was der alles am Start hat, Tanzer. Also, Stats. Was bist du nochmal? Ein Bug-Pokémon. Pain Missile, Hidden Power, Self-Destruct, Explosion. Naja, das sind nicht gerade wirklich tolle Attacken. Pin Missile. Was ist Pin Missile nochmal? Das ist das Nadelrakete. Aber ich gebe ihm sicher mal noch Dings. Ich gebe ihm doch noch Swift. Kann er sicher lernen, oder? Natürlich ist er als einziger nicht in der Lage, das zu lernen. Mudslap? Wäre doch was für dich. Ja, ist auch wieder der Einzige, der es nicht lernen kann. Und Flash macht keinen Wert, aber ich kann nicht noch schnell dieses blöde Togepi da ablegen. Das PC, spulen wir schnell. Deposit. Nein, dich brauche ich noch. So, aber werde ich dafür... Werde ich jetzt erstmal alle meine Pokémon auf Level 30 trainieren.
Und dann werden wir uns nochmal mit dem Chef da vorne von Team Rocket mal die Zeit vertreiben, um mal zu zeigen, wer hier der tolle Held vom Erdbeerfeld ist. Da kann ich diese TMs eigentlich noch verkaufen? Dann kann ich mir nämlich diese Kohle da kaufen. Wie viel brauche ich denn noch überhaupt? Sell. X Accuracy. Pokebälle brauche ich noch. Kann ich dir das verkaufen? Tausender gibt es. Und Matzle brauche ich auch nicht. 1500. Habe ich 6000 und bei... Ach, Kacke. Okay, brauchen noch ein bisschen Kohle. Die holen wir uns dann, wenn wir Team Rocket geplättet haben. Wir kriegen ja eh noch dann ein bisschen Kohle, wenn wir hier... Aber ich finde, das braucht der Dings unbedingt, der Koffings, damit er stärker wird. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Kaizo Crystal. Vielleicht ein bisschen weniger Fail als die letzten drei Parts zusammen. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.